Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute hier endlich Ready Player One in der VHS Edition. Und wieso das die geilste Edition von allen ist, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute hier Ready Player One in der VHS Edition, die es bei Mediamarkt und Saturn, glaube ich, nur gab. Kostet so um die 20, 22 Euro, glaube ich. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Film. Review hatte ich auf dem Film-Junkies-Kanal gemacht. Hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Also in dieser Oasis-Welt fand ich das alles sehr, sehr cool. Die ganzen Anspielungen. Aber was in der realen Welt war, das fand ich alles doch eher ein bisschen langweilig und öde. Ich freue mich jetzt hier auf die Zweitsichtung. Mal gucken, wie ich ihn da finde. Es gibt ja von diesem Film noch sehr viele Editionen in Deutschland. Wir hatten ja das 4K-Steelbook, 3D-Steelbook, ein 2D-Steelbook. Ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Und ja, die sehen alle richtig scheiße aus. Ich sag mal, das 2D-Steelbook ist noch annehmbar. Das fand ich noch ganz okay. Ich glaube, das gab es auch nur bei Saturn und Mediamarkt. Und die anderen Sachen bei Amazon. Aber die Steelbooks gehen überhaupt nicht. Unter diesem Video hier in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr auf die Filmjunkies Webseite kommt. Da könnt ihr eh mal vorbeischauen. Ist ziemlich cool, die Seite, weil dort findet ihr zu den ganzen Filmen immer Reviews. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen Leuten in schriftlicher, in Videoform. Und auch Unboxings. Wie gesagt, da findet ihr dann das 4K-Steelbook, das 2D-Steelbook und ja, und das hier. Ja, aber jetzt kommen wir zu diesem guten Stück. VHS-Edition. Ich habe bis jetzt erst eine und zwar die von Tanz der Teufel 1. Die fand ich eigentlich damals ziemlich cool, eine sehr geile Idee. Jetzt ist das ja so ein kleiner Trend geworden hier mit diesen VHS-Editionen. Es sind ja schon mehrere angekündigt und ja, mal gucken. Wie gesagt, ja, für mich waren ja diese Steelbooks, weil die so alle so hässlich waren, wie gesagt, absolut gar keine Option. Im Ausland gibt es da schon wieder einige bessere, aber hier in Deutschland, die waren ja wirklich, könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr diese findet. Und ja, kommen wir erstmal hier. Hier haben wir noch so einen kleinen Aufkleber drauf gehabt mit Exklusiv Blu-ray, VHS-Style, 3D-Poster der Drehbrille und Anstecker ist hier noch mit drin. Das steht hier so drauf an diesen kleinen Aufkleber. Und sonst finde ich eigentlich immer vom Stil her die ziemlich cool, weil die ja wirklich so, sie ist abgenüttelt hier und so. Ja, schaut euch mal selber an. Auch das geile Motiv hier, dieses Kinoplakat, hier Warner Home Video auch, finde ich ziemlich geil gemacht. Ja, hier die Rückseite. Ja, haben wir die ganzen, ja, Information, sage ich jetzt mal. Ja, da ist der Stil nicht ganz beibehalten worden. Also eigentlich gar nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich schau mal hier. Nehmen wir hier ein bisschen zum Vergleich die von Tanz der Teufel mal kurz mit ran. Da haben wir hier so einen Schuber gehabt. Ja, erstmal die Größe. Ich weiß nicht, ob eine VHS überhaupt so groß war. Ich weiß das gar nicht mehr. Wenn man mal diese Größe vergleicht und hier hat mir hinten auch ein Bild drauf. Ja, gefällt mir das hier eigentlich schon deutlich besser. Auch hier am, sagen wir mal hier, fand ich hier natürlich auch bedeutend besser. Muss mal so zum Vergleich, damit wir mal so einen Vergleich haben, weil, ja. So, dann ziehen wir das hier mal raus. Wie gesagt, hier am Ding steht noch Ready Player One. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass wir das hier wirkt sehr billig. Das ist eine sehr billige Pappe. Ich weiß gar nicht, wie das hier war. Ja, ist auch nicht viel besser. Aber hier ist auf jeden Fall doppelt, wenn ihr das so sehen könnt hier. Bei Tanz der Teufel ist das so leicht doppelt und hier haben wir wirklich so ganz, ganz dünn. Ja, also das ist wirklich dünnste Pappe, was es gibt. Bloß mal so zum Vergleich. Und wenn wir das hier rausziehen, haben wir hier so in Hochglanz gehaltene, ja, sage ich mal, eine Pappbox, die man öffnen kann. Ja, machen wir mal so. Ja, so rum natürlich. Ready Player One sieht eigentlich sehr gut aus. Ja. Hätte jetzt hier, finde ich, hätte noch was stehen können. Und bei Tanz der Teufel, okay, da war das halt nur wie so ein Digibook gemacht. Bloß mal so zum Vergleich. Ja. Ja, apropos. Ja, na, das ist ja natürlich, ja. Kommen wir gleich drauf zu. Wie ihr sehen könnt, war hier die Rückseite der Kassette. Und hier ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, so sieht keine Kassette aus. Also, ich muss mich, glaube ich, nochmal wiederholen. Es ist nicht die beste VHS, die beste Edition von dem Film vielleicht. Vielleicht hätte auch die M-Ray gereicht. Wir öffnen das Ganze und... Ach du Scheiße. Ja, warte mal. Ich öffne das Ganze, dann sieht es erstmal so aus. Wenn mir jetzt nicht schon die CD entgegengefallen wäre. Da haben wir einmal diese 3D-Brille. Dann haben wir hier den digitalen Code. Dann haben wir hier ein Poster. Dann haben wir hier Sticker und hier die Disc.
die hier so lose rumliegt. Ich mach's mal fest. Ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn man das öffnet. Sehr schlicht und billig, mal ganz ehrlich. Ein bisschen unscharf. So, sehr schlicht und billig. Und hier haben wir zwar eine dickere Holzbox. Pappbox hier auf jeden Fall, aber wie gesagt, mit dem Druck ist ja nun, will ich gar nichts zu sagen. So, kommen wir zu dem Poster. Da haben wir einmal dieses 3D-Poster. Und einmal das Kinoplakat. Sehr witzig auch, finde ich, ist mit dieser 3D-Brille. Okay, das ist natürlich für das Poster hier, ist mir schon klar. Aber wieso ist denn da nicht die 3D-Version mit bei in diesem, in dieser Edition? Ah, ja. Na, okay, haben wir die Brille hier. Ganz schlicht hier. Oasis. Ich setze sie mal auf hier. Sieht schön bescheuert mit aus jetzt mit da zwei Brillen. So sieht das auch in meinem Kino bei mir aus. So, dann gucken wir mal hier auf. Ja, da muss ich sagen, das ist wirklich cool. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber für mich, das ist ein ziemlich cooler 3D-Effekt. Eindeutig. Das sieht richtig geil aus. Ja, wie gesagt, was soll ich jetzt sagen? Ihr könnt es nicht sehen. Ja, okay. Hier ist mal der digitale Code hier. So, der Film, die einfach Schritte, digital Movie. Ja, so. Bitteschön. Ihr könnt das noch sehen. So. Ja, und dann haben wir hier noch diese Pins. Die sind eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Ja, das war es eigentlich schon mit dieser Edition. Ich sag mal, ich glaube 22 Euro. Bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, was die gekostet hat. Also, ganz ehrlich. Ich glaube, ich weiß nicht. So hat ein paar. Ich bin nicht ganz überzeugt, nicht ganz begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist, muss man sagen, wenn man die Steelbook sieht, doch die beste Variante der Edition auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wieso hier nicht, wie wir es bei Tanz der Teufel haben, wieso wir da nicht die Rückseite der Kassette haben, sondern. Das bleibt ein Rätsel. Mal gucken. Ich hoffe mal, dass sich andere Hersteller hier nicht ein Beispiel dran nehmen, sondern diese anderen, die noch erscheinen sollen, vor S-Edition doch ein bisschen besser machen. Und sonst finde ich die eigentlich jetzt gar nicht mal so schlecht. Aber wenn sie so umgesetzt sind, dann ist sie natürlich nicht schlecht. Nicht so gut, meine ich. Wie gesagt, auch die Front da und die Rückseite passt. Also die hat nicht diese Gebrauchsspuren wie vorne hier, wie ihr sehen könnt hier am Rand. Hinten total clean. Also ich bin jetzt nicht ganz überzeugt, bin ein bisschen enttäuscht, aber wie gesagt, in Deutschland gibt es einfach keine vernünftige Edition zu dem Film wirklich. Da ist das noch so das beste Übel, wenn man nicht nur die Emery haben will. Meine Meinung, schreibt mir unten in den Kommentaren, was ihr darüber denkt. Und ja, dann soll es das in diesem Sinne gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.